Ralf Denk, wie fühlt sich das an, wenn man mit dem Team das erste Mal ein Monument gewinnt und dann auch noch dieses? Ja, schön. Also haben wir ja schon letztes Jahr das Ziel ausgegeben, haben wir nicht erreicht letztes Jahr. Und dieses Jahr war es eigentlich unsere letzte Chance. Wir haben Mailand-Sanremo verpasst, wir haben Flandern-Rundfahrt verpasst und in Lüttich und in der Lombardei-Rundfahrt startet Peter nicht. Also war heute die letzte Chance und wir waren sehr, sehr fokussiert, die ganze Mannschaft. Speziell Markus Burkhardt hat einen super Job gemacht und es war das Ziel, früh anzugreifen und auch nicht nervös zu werden, wenn andere Mannschaften attackieren. Zuerst hat er Gilbert attackiert und dann Stiba, aber wir konnten da den Abstand in Grenzen halten und dann war es eigentlich so geplant, dass Peter auf einmal losfährt, ja. Und der Rest hat er alleine gemacht und war halt Bernd stark. Ja. Was war für Sie der emotionalste Moment, als Sie gesehen haben, das reicht, er gewinnt den Sprint oder dann zu sehen, den Stein, dass der wirklich da ist? Für mich war es emotionalste Moment, dass ich den ganzen Tag mit meinem Hauptsponsor, Chef von Dora, Willi Puppa, zusammen war. Und ja. Wir sind seit 30 Jahren befreundet, wir sind gemeinsam Radrennen gefahren. Er nicht gut, ich nicht gut, aber als Team haben wir mehr erreicht, wie selbst in der Karriere. Und das war eigentlich schon ein großer Moment für mich. Gab es wirklich den Moment zu reflektieren, zu überlegen, wie das mit NetApp losging, wo man hingekommen ist mit Bora und jetzt mit Peter Sagan im Team und jetzt den Stein? Ich denke, dass wir sauer hart gearbeitet haben die letzten Jahre. Es ging nicht immer bergauf. Ja, NetApp hat ja auch mal Großes vorgehabt, hat dann aus gewissen Gründen nicht so ganz geklappt. Und als dann Bora übernommen hat, war ich super froh. Und der wirtschaftliche Erfolg von Bora gibt auch uns die Möglichkeiten im Team mit dem dementsprechenden Budget zu arbeiten. Und auch der Partner Hans Grohe und Specialized, die wohl noch dazu beitragen, ermöglichen das Ganze. Und dass man solche Firmen dann begeistert für den Radsport, ist nicht ganz einfach. Ich bin froh, dass mir das gelungen ist. Und danke an alle. Ist das wirklich so ein Moment, haben Sie da wirklich im Auto drüber nachgedacht? Kommt das alles nochmal hoch, wo man angefangen hat und wo man hinkommt? Ja klar, weil ich habe Ende 2014 keinen Sponsor gehabt und Bora und Willi Bock haben das übernommen auf kleiner Flamme, weil die Firma ganz jungfräulich noch war und dass er heute dann dabei ist. Was gibt es da noch? Bei dem Moment. Schön. Das heißt, heute wird gefeiert bis zum Unfall. Ja, wir haben schon alles umgebucht. Danke.